Hi, ich bin Ilka und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen wunderschönen Pulli mit Geraden nähen könnt, der mal ein bisschen anders gearbeitet wird als üblich. Und dann legen wir mal gleich los. Wir starten mit der Tasche. Also im ersten Schritt wird hier an dieser ausgestellten Ecke, das ist der spätere Tascheneingriff, wird nochmal 1 cm an beiden Seiten nach innen eingezwickt, weil hier dann die Zentimeter Nahtzugabe und hier beinhaltet ist, dass die dann später eingefasst wird. Kommen wir gleich drauf, wieso wir das jetzt so machen. Jetzt drehe ich das Ganze und schlage entweder einmal um 2 cm nach innen ein oder einmal um 1 cm und nochmal um 1 cm und stecke mir das fest. Das habe ich jetzt auf der anderen Seite schon vorbereitet. Das heißt, die Ecke klappt dann so nach außen und jetzt steppe ich sozusagen von diesem Punkt, also von der Ecke 1 cm nach innen bis zu dem oberen Punkt 1 cm Ecke nach innen steppe ich das jetzt mit einem geraden Stich ab. Also das heißt, ich lege mir das jetzt in die Nähmaschine ein, kann ich mir jetzt vor meine Nadel noch umstecken und dann steppe ich das jetzt ab hier unten, verriegel ich kurz und steppe das jetzt bis oben. Der Tascheneingriff ist jetzt hier abgesteckt. Jetzt lege ich meinen Taschenbeutel drunter. Und zwar so soll er später von innen sein. Also das heißt, das ist meine rechte Seite und ich lege die rechte Seite hier oben drauf. Und dann schließt der Taschenbeutel hier bündig ab. Zum Verständnis nochmal, später wird die Seitennaht hier entlang aufgenäht. Also der Tascheneingriff wird dann hier nicht mitgefasst, wenn ich das Rückenteil dann hier aufnähe. Also der Taschenbeutel muss hier auch vorstehen. Das ist richtig. Jetzt stecke ich mir den Taschenbeutel auf, entweder von der rechten oder von der linken Seite. Drehe das jetzt mal rum. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das jetzt in der Kamera gut sehen. Und jetzt steppe ich den Taschenbeutel am Rand entlang auf. Und zwar mit 1 cm Nahtzugabe. Das heißt, ich nähe jetzt mit einem geraden Stich hier entlang das Ganze auf. Im Schnitt ist auch eine Schablone beinhaltet, das heißt, die könnt ihr euch drauflegen und könnt dann auch nochmal prüfen oder anhand der Schablone das aufzeichnen, dass hier meine Stepplinie entsprechend richtig verläuft. Und das Ganze mache ich jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. Jetzt habe ich hier meine zwei Linien eingezeichnet, die sollen ja auf beiden Seiten eben gleich sein. Und jetzt lege ich mir das Ganze hier in die Maschine ein und steppe das mit einem geraden Stich von oben nach unten zusammen. Jetzt habe ich das Ganze aufgenäht. Da ja das Ganze auch nicht aufrippelt, muss ich das jetzt auch nicht versäubern. Anfänger könnten sich jetzt hier das Ganze auch mit einem Wondertape nochmal vorher festkleben. Unser doppelseitiges Klebeband, wer jetzt den Stecknadeln noch nicht ganz traut. Gut, jetzt drehe ich mir das Ganze auf die rechte Seite. Jetzt habe ich hier meine Stepplinie eben auf beiden Seiten drin. Also rein theoretisch könntest du jetzt hier auch einen Zierstich nehmen, ne? Wie du das so möchtest. Jetzt muss ich mir meine Position für das Kordelband eben einschneiden, beziehungsweise ich kann hier auch eine kleine Öse einsetzen, also je nachdem, was man da so haben möchte, weil, zum Verständnis, es wird jetzt gleich hier, Moment, muss ich es richtig drauflegen, da, die Seite ist es, jetzt wird nämlich gleich die zweite Linie hier entlang abgesteppt und dann soll ja mein späteres Kordelband hier mittig platziert sein. Also das überprüfe ich jetzt und mache mir dann mit der Schere einfach einen ganz kleinen Knips hier rein, dass mein Kordelband, dass ich mein Kordelband oder mein Hoodieband eben durchziehen kann. So, jetzt mache ich dann nur so ein kleines Loch und dann ziehe ich mir jetzt, also das mache ich hier auch, und dann ziehe ich mir erstmal mein Kordelband ein. Kordel ist eingezogen, ne? Die wird dann später hier entweder mit einem Kordelstopper, wie auch immer, entsprechend versäubert. Da verlinken wir auch nochmal auf ein separates Video hin. Dann kann ich die Kordel hier oben knappkantig absteppen, dass die mir dann auch nicht verrutscht. Also das heißt, ich nähe hier mit einem verriegeltes einmal. Und jetzt muss ich halt gucken, also am besten ist es, das noch ohne Kordel zu tun, dass ich mir meine Linie hier entsprechend aufzeichne, weil durch die Kordel hast du eine kleine Wölbung drinnen
muss man ein bisschen genauer arbeiten. Also am besten vorher schon mal aufzeichnen. Und dann habe ich hier meine Stepplinie. Ansonsten kannst du auch mit dem Handmaß dann entsprechend dem Abstand von 3,5 cm haben wir hier die Punkte ziehen. Also auch das ist eine Möglichkeit. Und dann kann man das eben parallel zur anderen Linie aufzeichnen. Ich zeichne jetzt gerade schräg. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen gerade. Ich muss jetzt gleich nochmal nachjustieren. Und dann nähe ich hier die zweite Linie entsprechend ab. Jetzt lege ich mir das in die Maschine ein. Verriegel auch hier wieder. Entweder steppe ich es mir fest. Also ja, liegt aber jetzt hier schön drinnen. Kanten liegen hier bündig aufeinander. Und jetzt nähe ich das Ganze hier entsprechend auf der Linie nach oben ab. Jetzt regel ich mir mein Hoodieband ab und gucke, dass es eben mittig, also auf dem mittig platziert ist. Nähe da einmal vor und zurück. Ja, damit kann eben das Hoodie später hier so hochgezogen werden. Also eine schöne optische Sache. Und dann habe ich hier meinen Tascheneingriff rechts und links dann später. Und dann machen wir mal weiter. Ich verweise auch nochmal auf einen Grundkurs Raglanärmel hin. Den haben wir nämlich hier jetzt schon ans Rückenteil genäht. Raglanärmel, Rückenteil. Hat hier eine schöne, etwas andere Raglan-Naht, ist mal nicht gerade. Und jetzt nähen wir den Raglanärmel ans Vorderteil an. So, da sind auch immer Knipse im Schnitt gekennzeichnet, dass man weiß, wo die hinkommen. Aber eigentlich ist es auch ein bisschen selbsterklärend. Das heißt, jetzt nähe ich hier die zwei Teile rechts auf rechts zusammen. Jetzt haben wir hier die Raglan-Naht am Vorderteil zusammengenäht. Und jetzt legen wir, wie wir das kennen, die Seitennähte aufeinander. Das heißt Vorderteil auf Rückenteil. Und nähen dann die Seitennaht vom Ärmel bis zum Saum zusammen. Also die Schwierigkeit ist jetzt, dass ich die Seitennaht aufnähen muss. Und zwar soll die ja über diese Ecke laufen und sie soll ja den Tascheneingriff nicht mitfassen. Was es rein theoretisch auch nicht tut, wenn man das jetzt richtig genäht hat. So, das heißt, ich nähe jetzt mal von hier oben nach unten, lege mir das jetzt in die Maschine ein. Ich möchte, dass mein Vorderteil unten liegt. Und ich nähe jetzt auch erstmal mit einem geraden Stich. So, jetzt nähe ich nach unten. Jetzt kann ich das mich so wegklappen und kann sehen, wo meine Ecke ist und kann mir dann hier auch noch meine Nadel reinstecken. Das heißt, über die Nadel, über diesen Punkt möchte ich jetzt, soll ich nähen. So, dann sehe ich auch hier nochmal, wenn ich jetzt auf der Linie nähe, fast, also dass ich meinen Tascheneingriff logischerweise nicht mitsteppe, ne? Sonst wäre das ja ein bisschen sinnbefreit, beziehungsweise ich kann den jetzt auch so ein bisschen noch nach links legen, wenn mir das ein bisschen hilft, vom Gefühl hier, ne? Dass ich den so weglege. Geht in der Mitte der Tasche gut, unten muss ich jetzt auch wieder gucken, am unteren Ende schlage ich mir das jetzt wieder nach oben. So, das heißt, hier ist wieder mein Punkt, über den ich drüber nähen möchte. Leg mir das drauf und steck mir auch hier wieder eine Nadel rein. So. Dann nähe ich das Ganze bis runter. Gucke ich mir das mal von rechts an. Das ist jetzt hier sehr schön. Ne? Dann sieht man das jetzt hier. Da ist mein Punkt, über den ich drüber genäht habe. Das heißt, mein Tascheneingriff liegt jetzt drinnen. Hier habe ich es nicht so ganz gut getroffen. Das heißt, da muss ich nochmal aufmachen und nochmal drüber nähen, dass es genauso hübsch wird wie hier unten. Jetzt habe ich das Stück hier oben aufgemacht, ne, zum Zeigen. Der Vorführeffekt ist ja immer toll. Uns passieren ja auch mal Fehler. Das heißt, hier hat sich das so reingezogen. Es war schon richtig abgenäht, aber der Stoff hat sich verzogen. Was hier hilft, ist, wenn du jetzt als Anfänger oder wenn du dir jetzt unsicher bist, dann steppst du dir einfach hier ganz knapp kantig das ab. Dann passiert das schon nicht. Ansonsten, wie schon gesagt, ist auch nicht schlimm. Einen geraden Stich kann man ja super trennen. Und dann wird hier einfach nochmal nachgearbeitet. Und dann sollte das passen. Passt
passt auch. Jetzt ist beides hier wunderbar verarbeitet. Das mache ich jetzt auch erstmal an der anderen Seite. Ich habe das jetzt auf beiden Seiten gemacht. Wir ziehen das jetzt mit der Overlock durch und zwar so, dass der Overlock-Stich hier knapp neben der Naht endet. Wenn du jetzt einen Zickzackstich hast, dann leg den so ein, dass, also weil in der Naht, also wir können jetzt nicht nochmal auf der Naht drüber nähen mit dem Zickzackstich, weil das ja mit der Ecke der Tasche sonst nicht funktioniert. Dann stell dir den Stich so ein, dass die linke Seite sozusagen maximal auf dieser Naht oder kurz daneben endet. Im nächsten Schritt bereiten wir jetzt den Kragen vor. Das ist mein späterer vorderer Streifen im Kragen und diesen Streifen muss ich da dran nähen, beziehungsweise dieses Teil vom Kragen muss ich jetzt einkräuseln, dass der an den Streifen kommt. Das geht am besten mit so einem elastischen, durchsichtigen Gummiband, weil es sehr dünn ist. Du kannst es auch mit der Maschine, also klassisch mit groß eingestellten Stich, am Anfang, am Ende nicht verriegeln und dann am Unterfaden einkräuseln. Allerdings hat uns die Erfahrung gezeigt, wenn du dann den Streifen hier drauf legst und drauf nähst, tut es dir die Kräuselung wieder ein bisschen rausnehmen, weil ja, also es funktioniert wirklich besser mit diesem elastischen Gummiband. Das heißt, das stecke ich jetzt hier oben auf und es ist jetzt egal, ob ich das jetzt auf die rechte oder auf die linke Seite aufsteppe. Ich habe mir jetzt einen geraden Stich eingestellt. So, dann verriegel ich das Ganze hier oben einmal kurz. Nähe ich hier los. Jetzt kann ich das mich hier hinten wunderbar halten und hier vorne auch. Und jetzt nähe ich das eben Unterzug auf. Jetzt ist die Seite eben hier eingekräuselt und jetzt lege ich meinen Streifen rechts auf rechts hier drauf und nähe das Ganze jetzt hier auf. Auch hier nehme ich wieder einen geraden Stich. Und damit ist mein Gummiband dann eben auch nicht mehr sichtbar. Und das Ganze mache ich dann bis unten. Der Streifen ist jetzt aufgenäht. Was jetzt nicht schlimm, also wenn ihr dann diese Strecke jetzt eingekräuselt habt und die ist jetzt ein bisschen schmaler als der Streifen, dann ist es nicht schlimm, weil ihr könnt das ja wiederum beim Nähen an diesen Streifen dehnen. Also da könnt ihr ruhig auch ein bisschen kreativ werden. Ne? Da kann man von leichter Kräuselung bis starker Kräuselung kann man da alles in Anführungszeichen machen. Weil das Material jetzt beim Zusammennähen immer noch mal entsprechend gedehnt werden kann. Jetzt habe ich meine zwei Streifen hier aneinander genäht und jetzt schaut es ja schon mal ganz hübsch aus. Im nächsten Schritt gehe ich genauso vor wie an der Tasche. Das heißt, ich zwicke auch hier meine zwei Streifen einmal kurz ein. Die Position habe ich mir vorher eben übertragen. So, jetzt lege ich mir wieder ein Stück Kordelband, schneide ich mir zurecht und zwar so, also das wird jetzt hier reingezogen, das heißt, ich schneide mir jetzt das Stück ab. Jetzt ziehe ich das einmal hier rein, von außen nach innen und an der anderen Seite auch von außen nach innen. Das muss ich nur hier so durchdrücken. Und jetzt nehme ich die zwei losen Teile, die kommen nach oben und nähe die knappkantig hier oben an der Stoffkante fest, dass die hier oben fixiert sind und dann kann ich das später hier entsprechend einkräuseln. Ich habe das jetzt hier fixiert, jetzt lege ich meinen Außenkragen zur Seite, habe meinen Innenkragen rechts auf rechts gelegt und schließe ihn jetzt mal hier an der vorderen Mitte. Die Naht ist geschlossen, jetzt nähe ich den Kragen an der oberen Kante. Zum Verständnis, die untere Kante ist die Seite mit den Knipsen drin. Die obere Kante lege ich jetzt rechts auf rechts hier auf und dann stecke ich mir die zwei Kragenteile ineinander und nähe das Ganze rundherum mit einem geraden Stich, da kommt wenig Spannung drauf, zusammen. Die Naht trifft aufeinander, die vordere Mitte und eben entsprechend auch die hintere Mitte. Jetzt bügele ich das Ganze hier sauber auseinander und schlage den Innenkragen in den Außenkragen erstmal ein. Wenn du den Kragen an der oberen Kante auch entsprechend mit einkräuseln willst, dann gehe wie folgt vor.
Die Länge des Kordelbandes ist im E-Book angegeben. Das heißt, auch hier, wie vorhin, gezeigt eingefädelt. Dann haben wir die Kordel einmal rundherum gelegt, haben sie hier hinten zusammengenäht und an der hinteren Mitte des Kragens auf die Nahtzugabe gelegt, also aufgenäht. Das heißt, dann wird später, wenn du hier ziehst, ne, wir steppen jetzt gleich noch einen Tunnel ab, dann wird das hier mit eingekräuselt und nicht nur die vordere Strecke. Das sind zwei verschiedene Optionen, die du hast. Beim Absteppen gehst du wie folgt vor. Du nimmst die Kordel, legst sie auf die Nahtzugabe. Hier sehen wir das ganz gut. Auf die Nahtzugabe. Dann legst du den Innenkragen, also auf den Außenkragen. Und zwar möchte ich jetzt zum Verständnis, hier sieht man es noch besser, die Kordel hier oben haben. Das heißt, ich steppe jetzt im Nahtschatten hier rundherum ab, so dass eben meine Innenkapuze da um die Nahtzugabe rumliegt und die Kordel hier auch noch drin liegt. Da musst du jetzt ein bisschen aufpassen, dass du nicht auf die Kordel nähst, ne? Weil sonst blockiert die logischerweise beim Rumziehen. Ich habe jetzt hier meine Kordel mir mittig gesteckt auf den Streifen. Ich steppe jetzt praktisch neben der Kordel, fange ich an zu steppen, weil die muss ja so ums Eck gelegt werden. Also das heißt, ich starte jetzt neben meiner Kordel hier, da wo jetzt meine Nadel drin steckt, und starte und höre am anderen Ende hier auf. Auch hier lege ich meine Kordel mittig hin. So, mir wird gleich am Ende wird gleich klar, warum wir das so machen. Ich stell mir hier einen geraden Stich ein. So, jetzt verriegel ich einmal. Und jetzt kann ich ja hier wunderbar immer so dazwischen greifen, kann mir die Kordel hier reinlegen. Also ich muss da jetzt eigentlich auch gar nicht groß stecken. No, und dann kann ich hier entsprechend das Ganze absteppen. Wer möchte, kann sich noch einen Reißverschlussfuß einsetzen, aber muss eigentlich nicht sein. Ich kann die Kordel hier sehr gut fühlen, so dass die hier drinnen liegt. Kann dann hier immer noch mal gucken, wenn ich mir unsicher bin. Und dann steppe ich das Ganze rundherum eben ab. Lege mir die Nahtzugabe immer so rein, da spüre ich sie. So, und dann steppe ich hier im Nahtschatten das Ganze bis zur anderen Seite ab. Ich habe das jetzt von hier bis hier genäht und jetzt nähe ich, also meine Kordel liegt hier und hier mittig und jetzt nähe ich praktisch von, also die zwei Punkte von hier bis hier steppe ich auch nochmal ab und damit liegt meine Kordel super in einem T sozusagen da drinnen. Kann ich auch immer nochmal fühlen, dann steppe ich mir das hier ab und dann kann ich auch nochmal hier die Naht quer runter steppen. Jetzt habe ich die obere Strecke hier entlang abgenäht und jetzt lege ich mir das hier ein. Meine Kordel liegt ja hier mittig drinnen. Dann kann ich mir vorher hier meine Nahtzugaben noch entsprechend auseinanderbügeln und auseinanderlegen. Und dann steppe ich hier die zwei Nahtzugaben hier aufeinander. Und dann steppe ich mir einen richtig schönen Tunnel ab. Ich habe jetzt den Streifen hier vorne eben Nahtzugaben aufeinander gelegt und abgesteppt. Jetzt kann ich nämlich hier vorne ziehen und jetzt kräuselt sich das Ganze hier hinten sehr schön ein und an der hinteren Mitte kannst du entweder, wie vorhin gesagt, die Kordel auf die Nahtzugabe heften oder eben auch nicht. Wenn du es drauf heftest, dann bleibt der Knoten immer da hinten, ansonsten kann er sich mal ein bisschen nach links und rechts drehen, musst du selber entscheiden, wie wichtig dir das ist. Und dann nähen wir jetzt den Kragen auf den Halsausschnitt auf. Ich habe die untere Kante von beiden Kragenteilen eben knappkantig zusammengesteckt. Und jetzt stecke ich meinen Kragen rechts auf den Halsausschnitt auf. Und zwar sind im Kragen Knipse, die auf die Raglan-Nähte treffen, beziehungsweise vordere Mitte, hintere Mitte auf hintere Mitte. Den Kragen habe ich aufgenäht. Da muss ich natürlich darauf achten, wenn ich ihn rechts auf rechts aufeinander nähe, dass meine Schlaufe, also meine Kordel nach innen liegt, ne? Die will ich ja nicht mit eingenäht haben. So, und damit ist das Shirt hier oben auch schon verarbeitet. Also eine schöne Sache. Jetzt müssen wir noch die Saum- und Armbündchen machen.
Ich habe jetzt hier College-Bündchen rechts auf rechts zusammengenäht. Das ist die Seite, die aufribbelt. Die muss ich auch später versäubern. Die kommt eben an den Ärmel hin. Das ist die fertige untere Kante. Also das heißt, zum Verständnis, so soll das Ganze dann eben aufgenäht werden. Die obere Seite muss ich beim Nähen dehnen. Ich schlage mir das jetzt einmal um. Die Naht trifft auf die Naht. Und dann kann ich mir das Ganze jetzt einmal hier feststecken. Ich ziehe mir das einmal, das Bündchen, auf die Weite von dem Ärmel. Ansonsten markiere ich mir einfach den gegenüberliegenden Punkt der Naht. So, dann halte ich mir den hier fest, stecke mir eine Nadel hier rein. Dann starte ich an der Naht. Ich nähe es jetzt erst mit einem geraden Stich auf und gehe dann mit der Overlock drüber. So, und jetzt ziehe ich beim Nähen eben nur mein Bündchen. Das ist hochelastisch, das ist wunderbar. Ist auch passend zu diesem Stoff. Also vom selben Lieferanten, passend abgestimmt. Und jetzt nähe ich das Bündchen rundherum auf, bis zur anderen Seite. Damit ist das Bündchen jetzt eben angenäht und die Nahtzugabe muss ich dann später eben noch versäubern, sonst geht mir das hier auf Zickzackstich. Ja, dann bügle ich das jetzt noch sauber aus und nach derselben Vorgehensweise mache ich jetzt beim Saum weiter. Auch hier möchte ich meine Kordel natürlich nicht einnähen, das heißt, die stecke ich mir nach oben. Beim Bündchen habe ich nur eine Naht, das heißt, der gegenüberliegende Punkt, den habe ich mir jetzt hier gesteckt, der trifft dann eben auf die andere Seitennaht. Selbe Vorgehensweise, ich stecke mir das jetzt so auf, dass meine spätere fertige Kante nach oben liegt, also das heißt, spätere fertige Kante wird dann später nach unten geschlagen und der Punkt kommt eben auf die andere Seitennaht. Und dann nähe ich dieses Bündchen genau wie das Saum, also Ärmelbündchen fest. Ja, der Saum ist jetzt, oder das Bündchen ist jetzt hier angenäht. Und wenn du jetzt die Taschen gar nicht haben möchtest, kannst du die natürlich logischerweise auch weglassen. Dann hast du so ein ganz schlichtes Shirt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen? Falls ja, dann freue ich mich über ein Like und ansonsten kann ich jetzt nur sagen, nix wie ran an die Nähmaschine.